Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem DEL-2-Punktspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Löwen Frankfurt. Endstand 2:5 vor 1850 Zuschauern in der Energieverbund-Arena. Bei uns bei der Pressekonferenz heute Marco Reiter, der Co-Trainer der Löwen Frankfurt, als Ersatz für den erkrankten Matti Tilkkanen und der Trainer der Dresdner Eislöwen Jochen Molling. Unserem Gast gehört wie immer das erste Wort, heute auf Englisch, so Marco, maybe you can share your impressions of the game with us, please. Thank you. I think it was really like slow tempo game today, and in our side we gave a couple of very disciplined penalties and the power play for the Eislöwen, and then we did like two power play goals, that's a good thing, and of course there's Matthew Pistilli hat-trick today, so I have to be happy that, but otherwise wasn't the best game for our team. Ja, er sagt, grundlegend war es aus seiner Sicht ein recht langsames Spiel. Von Seiten seines Teams hat er angemahnt, dass es ein paar Strafen gab wegen Disziplinlosigkeiten. Das Gute und das, was er hervorheben möchte, war, dass es wieder zwei Powerplay-Tore gab für die Löwen Frankfurt. Dass er also grundlegend zufrieden ist, auch wenn er einschränkt und sagt, das war heute natürlich nicht das beste Spiel von uns. Thank you. Jochen, ja, dann wollen wir natürlich auch deine Sicht hören. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, erstmal gratuliere Marco zum Sieg. Für uns war es eigentlich so, dass wir, man hat gesehen, wir hatten die erste Chance, nutzen sie nicht und Frankfurt nutzt ihre erste Chance. Und dann war es so bei uns, dass man natürlich merkt, dass Frankfurt 9 Punkte auf dem Konto hat und wir 0 Punkte haben. Wir sind mit anderen Erwartungen in die Saison reingestartet und dass die Jungs im Moment kein Selbstbewusstsein haben. Und nichtsdestotrotz hat dann Frankfurt das Spiel verdient gewonnen und wir müssen sehen, dass wir zurückfinden zu unserem Spiel und dementsprechend trotzdem auch positiv in die Zukunft schauen. Jochen, danke dir. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Eine Frage von Enrico Luke, Dresdner Morgenpost. Woraus nimmt man denn jetzt den positiven Geist, den man in den letzten 4 Spielen aus meiner Sicht verzweifelt gesucht hat? Also schon ein bisschen niederschmetternd letzten Endes, wie es momentan was auf dem Eis geboten wird. Man muss ja sagen, dass die Spiele gegen Heilbronn und Bad Nauheim von der Einstellung sehr gut waren und dass wir alles gegeben haben in diesen Spielen, dass wir teilweise dann 10 Minuten lang den Faden verloren haben und dadurch hat man die Spiele verloren haben. Und jetzt merkt man halt, dass die Niederlagen halt in den Jungs in den Knochen stecken. Und trotzdem können wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir müssen weiter die Sachen analysieren und sehen, woran es liegt, um dementsprechend die Sache umzubiegen. Weitere Fragen? Enrico Lucke nochmal. Vom Wochenende hattest du gesagt, dass man geduldig spielen soll das Risikobereitschaft, also gerade in den Slot reingehen. Bist du damit zufrieden? Hat man denn geduldig gespielt oder? Also heute hat man, wie gesagt, gemerkt, dass durch die 3 Niederlagen wirklich das Selbstbewusstsein weg ist, dass in Überzahl dann wirklich kaum ein Pass angekommen ist. Und da müssen wir einfach wieder zurückfinden, dass wir wieder zu die einfachen Sachen machen, um dementsprechend dadurch das Selbstbewusstsein zu bekommen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es natürlich noch die Endstände bzw. Zwischenstände aus den anderen Arenen. Freiburg schlägt Bad Nauheim mit 4:0. Im letzten Drittel befindet sich die Partie zwischen Grimmitschau und Bietigheim. Es steht 1:1. Im ersten Drittel das Spiel zwischen Deggendorf und Ravensburg 0:1. Aktuell der Spielstand. 1:1 steht es zwischen Kaufbeuren und Heilbronn. Und in den Partien zwischen Kassel und Bad Tölz sowie Bayreuth und Weißwasser sind im ersten Drittel noch keine Tore gefallen. Kurzer Ausblick, wie geht es weiter bei den Dresdner Eislöwen am Freitag, dem 28. September um 19.30 Uhr hier in der Energieverbund-Arena die Bietigheim Steelers zu Gast. Am Sonntag um 17 Uhr dann das Derby, das Spiel bei den Lausitzer Füchsen.
bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Frankfurt einen guten und sicheren Nachhauseweg und hoffe, wir sehen uns spätestens am Freitag zum Spiel gegen Bietigheim wieder in der Arena. Vielen Dank, schönen Abend.